Ja, ich glaube, das grundsätzliche Ziel von uns, von dem Verein, muss es sein, diesen Verein dort, wo wir uns dieses Jahr positioniert haben, zu festigen und darüber hinaus dann die Entwicklung anzustreben, ja, nach Europa zu schauen. Ja, das stimmt leider, dass ich nicht gespielt habe, aber für mich persönlich war es trotzdem eine gute Erfahrung. Wir standen im Finale, was an sich schon mal ein tolles Erlebnis war und auch an sich so einen Turnierverlauf ja, mitzuerleben, war auch gut. Ja, auch einfach in dem Team dabei zu sein, dieses Erlebnis gehabt zu haben, ja, hat Spaß gemacht und ja, ich kann ja noch eine EM spielen, deswegen war ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig konnte ich mir auch sagen, dass ich es ja nochmal spielen kann. Welche Rolle hat vielleicht auch dein Bruder gespielt, der anders als du komplett gespielt hat? Konnte er dir, was weiß ich, konnte er dich ein bisschen aufbauen, trösten, wie auch immer? Wie war das während des Turniers? Nein, das braucht er jetzt nicht. Also er musste mich jetzt nicht irgendwie aufbauen oder trösten. Es war angenehm, dass ich mit meinem Bruder einfach, ja, dass wir zu zweit da waren. Das sagen wir auch hier schon immer in Bremen, dass es einfach, ja, angenehm ist, dass man immer jemanden Vertrauten dabei hat. Ja, und natürlich, ich habe mich weiter von Spiel zu Spiel, ja, weitergearbeitet. Ich habe mich vorm Spiel wie immer vorbereitet, habe versucht, Spannung aufzubauen und natürlich für den eventuellen Einsatz bereit zu sein. Aber ja, der kam dann letztendlich nicht. Ja, wie gesagt, war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, aber ja, ich glaube für uns, wir haben auch immer gesagt beim DFB, das Wichtige ist halt auch, dass wir ja als Team zusammenstehen, ob man jetzt spielt oder nicht spielt. Und ich glaube, das haben wir auch wirklich verinnerlicht dort beim DFB. Und das war auch mit ein Grund dafür, dass wir bis ins Finale gekommen sind. Und ja, ich glaube, da hat jeder so seinen Teil beigetragen. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt, weil ich dann das Trainingslager zum Beispiel jetzt im Zillertal nicht mitgemacht hatte oder halt auch die Sommerpause mit der Nationalmannschaft verbracht habe und dann halt in der Vorbereitung mehr oder weniger halt 2 Wochen dann frei hatte. Aber ich glaube, das habe ich alles soweit ganz gut verkraftet und ich fühle mich, glaube ich, auf jeden Fall fühle ich mich weiter als wie in den letzten Jahren. Und jetzt vom Zustand an sich ist es so, dass ich glaube, dass ich nicht so viel verloren habe durch, ja, dadurch, dass ich halt nicht so viel Pause hatte, wie vielleicht sonst. Und vielleicht deshalb auf einem oder in einem Fitnesszustand bin, der schon etwas weiter ist als üblich und deswegen vielleicht auch schon etwas schneller wieder einsteigen kann und auf dem Niveau der anderen bin. Ich würde einfach sagen, dass ich mich einfach jetzt ganz platt gesagt, im Gegensatz zur letzten Saison einfach von den Einsatzzeiten weiter verbessern möchte, dass ich dann natürlich auch von Anfang an noch ein bisschen mehr spielen möchte. Und ja, natürlich jetzt vor der Saison zu sagen, ja, das Ziel ist es jetzt einen Stammplatz zu kriegen, ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, weil es sind enorm viele Spieler auf meiner Position. Auf meiner Position ist es grundsätzlich sowieso so, dass das ein oder andere Mal auch von Spiel zu Spiel mal, ja, für den Gegner passt vielleicht dieser Spielertyp ein bisschen besser und für den Gegner halt dann der andere Spielertyp. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, Stammplatz, aber einfach die Einsatzzahl weiter zu erhöhen und ja, mich insgesamt auch weiterzuentwickeln. Heute trainiere ich auf jeden Fall noch individuell. Ab morgen ist dann eventuell schon geplant, ins Mannschaftstraining mit einzusteigen, vielleicht ja, nur teilweise, vielleicht auch komplett. Da werde ich so ein bisschen auf meinen Körper hören, was der mir für eine Rückmeldung gibt und mich dann auch mit ja, Florian und Axel austauschen, wie wir das am besten machen. Aber der Plan ist schon, dass ich dann die nächsten Tage in dieser Woche auch noch ins Training einsteige. Und wie es dann zum Wochenende aussieht, kann ich noch nicht so genau sagen. Das müssen wir dann auch die Trainingseinheiten abwarten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich da schon ein paar Einsatzminuten sammeln könnte.